So, jetzt sind wir auf Sendung. Nochmals einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zur Vorlesung Bilanzrecht im Wintersemester 2020-2021. Ich will zunächst einmal in dieser Stunde einen Überblick über den Inhalt der Vorlesung geben. Eingangs noch der Hinweis, die Vorlesung ist ja vorgesehen für mehrere Schwerpunktbereiche. Sie ist zum einen vorgesehen für den Schwerpunkt 1.2, das ist Zivilverfahrensrecht und Insolvenzrecht. Sie ist weiter vorgesehen für den Schwerpunkt Wirtschaftsrecht mit Ausrichtung auf Steuerrecht und schließlich auch für 4.4 Wirtschaftsrecht mit Ausrichtung auf Bank- und Kapitalmarktrecht. Und ich werde gleich noch erläutern, dass und weshalb das Bilanzrecht tatsächlich auch für alle diese Schwerpunkte, für alle diese Rechtsgebiete von großer Bedeutung ist. Wir werden in dieser Vorlesung, in diesem Semester uns zunächst einmal in der heutigen Stunde und den Rest dann in der nächsten Woche einen Überblick über das Bilanzrecht verschaffen, einige Grundbegriffe und allgemeine Grundlagen des Bilanzrechts uns erarbeiten und auch die Aufgaben und Funktionen des Bilanzrechts kennenlernen. In der nächsten Woche werden wir uns dann beschäftigen mit den Rechtsquellen und rechtlichen Grundlagen des Bilanzrechts. Da werden Sie sehen, das Bilanzrecht ist schon lange keine rein nationale Angelegenheit mehr, sondern wir haben da vielfältige europäische, unionsrechtliche und auch internationale Einflüsse. Dann werden wir die ganz wichtigen, ganz zentralen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung kennenlernen. Einzelheiten dazu später. Dann die Steuerbilanz und das Verhältnis zur Handelsbilanz uns anschauen. Wir werden gleich sehen, das Bilanzrecht ist eben nicht nur für die kaufmännische Rechnungslegung im Rahmen des Handelsrechts von Bedeutung, sondern sie wird auch herangezogen bei bestimmten Steuerpflichtigen für die steuerliche Gewinnermittlung. Wir werden dann weiter kennenlernen die Grundzüge der kaufmännischen Buchführung und Gewinnermittlung, hier auch einige sogenannte Buchungssätze gemeinsam durchführen. Dann weiter kennenlernen den Jahresabschluss und seine Bestandteile. Und hier lernen wir gleich schon einen wichtigen Begriff kennen. Jahresabschluss, das ist nämlich der Oberbegriff für die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Das sind also beides Teile des Jahresabschlusses. Die Bilanz ist also nur ein Teil, ein Element der Rechnungslegung. Daneben gibt es noch einige weitere, wie etwa die Gewinn- und Verlustrechnung. Dazu also im sechsten Teil der Vorlesung. Dann werden wir uns anschauen, die Bilanzierung dem Grunde nach, das heißt, unter welchen Voraussetzungen kann eine Position überhaupt in die Bilanz, in den Jahresabschluss aufgenommen werden. Daran schließt sich an die Bewertung. Das ist der Ansatz der Höhe nach, mit welchen Beträgen, mit welchen Werten werden die einzelnen Positionen in der Bilanz ausgewiesen. Und am Ende werden wir uns noch anschauen, den Konzernabschluss und wenn wir Zeit haben, noch Bilanzberichtigung, Bilanzänderung. Das also als Überblick über das, was wir hier in diesem Semester machen werden. Dann noch ein Hinweis zu den Gesetzestexten. Sie brauchen für die Vorlesung zum einen das Handelsbilanzrecht. Das ist das dritte Buch des HGB. Das heißt, Sie benötigen einen Text des HGB. Das zum einen. Zum anderen werden wir sehr häufig auch steuerrechtliche Vorschriften besprechen, soweit sie einen Zusammenhang zum Bilanzrecht haben. Dementsprechend brauchen Sie idealerweise auch einen Text mit den wichtigsten Steuergesetzen. Und ich habe Ihnen hier einige aufgeführt, die in Betracht kommen. Sie werden wahrscheinlich ohnehin schon einen Text des HGB haben und sollten sich dann noch zusätzlich anschaffen, ein Text der wichtigsten Steuergesetze. Und hier kommt insbesondere in Betracht dieser Band hier aus dem Borbeck Verlag. Der erscheint allerdings demnächst neu. Das heißt, es wird sich jetzt eher nicht lohnen, den noch anzuschaffen. Dann können Sie aber anschaffen, diese Textsammlung wichtige Steuergesetze aus dem NWB Verlag. Das ist ein gelber Band. Oder Sie können ja auch über die einschlägigen Internetseiten die Gesetzestexte dann parallel zur Vorlesung sich anschauen. Jedenfalls, Sie sollten also einen Gesetzestext sowohl des HGB als auch der wichtigsten Steuergesetze, insbesondere des Einkommensteuergesetzes, verfügbar haben zur Vorlesung, weil wir sehr viel mit dem Gesetzestext arbeiten und dementsprechend Sie einen entsprechenden Gesetzestext brauchen. Ja, dann noch zur
begleitenden Literatur zur Vorlesung. Welches Lehrbuch können Sie noch parallel zur Vorlesung heranziehen? Zunächst einmal, die Folien, die ich Ihnen bereitstelle, sind sehr umfangreich. Und auch das, was wir hier in den Vorlesungen besprechen, das reicht eigentlich aus, um dann später die Schwerpunktprüfung zu bestehen. Wenn Sie aber gerne das ein oder andere noch einmal nachlesen möchten, dann können Sie sich parallel zur Vorlesung noch ein Lehrbuch durchlesen. Hier gibt es allerdings keine allzu große Auswahl. Ich habe hier viele Lehrbücher aufgeführt, die sich primär an Wirtschaftswissenschaftler wenden. Beispielsweise, das ist ein Standardlehrbuch für Wirtschaftswissenschaftler, Bethke, Kirsch, Thiele. Das ist allerdings für Juristen weniger geeignet, weil die Wirtschaftswissenschaftler doch eine etwas andere Herangehensweise an das Bilanzrecht oder die Bilanzkunde haben. Dementsprechend würde ich Ihnen von diesen Büchern nur die an Juristen gerichteten Bücher empfehlen. Das wäre einmal der Dicken Hensler Bilanzrecht. Das ist ein Buch in dieser Reihe, in der beispielsweise auch der Brox-Walker erscheint. Und Brox-Walker Schuldrecht erscheint, also diese kleinen weißen Bände mit so einem roten Rand aus dem Beck Verlag. Allerdings ist das ein bisschen alt inzwischen, 2015. Deswegen wäre jetzt für Sie meine erste Empfehlung, wenn Sie denn ein ergänzendes Lehrbuch noch heranziehen möchten, das Buch von Wöhe Mock, die Handels- und Steuerbilanz, ist jetzt gerade neu erschienen, siebte Auflage 2020, also auf dem neuesten Stand. Das richtet sich auch an Juristen, ist auch verständlich geschrieben mit vielen Übersichten, Grafiken und so weiter. Das heißt also, wenn, dann würde ich Ihnen dieses Buch empfehlen. Ich habe hier noch ein Buch aufgenommen, das war früher das Standardlehrbuch zum Bilanzrecht. Das ist allerdings in der fünften Auflage 2005, also vor 15 Jahren, das letzte Mal erschienen. Das heißt, das können Sie in weiten Teilen, weil es veraltet ist, jetzt nicht mehr verwenden. Das wird fortgeführt von Herrn Müller-Thuns, einem Kollegen aus Berlin, und mir. Das wird aber noch ein bisschen dauern, bis wir mit der sechsten Auflage fertig sind. Wir müssen ja da in diesen zurückliegenden 15 Jahren, hat sich viel getan, müssen viel aktualisieren. Das wird also voraussichtlich erst 2022 für Sie, also zu spät erscheinen. Ich werde aber hier und da Ihnen mal ein Kapitel, wo sich also nicht so viel rechtlich geändert hat, aus dem Thiel, Lüttke, Hangeri in Ohlert einstellen, weil das wirklich ein sehr gutes Lehrbuch ist, momentan aber leider veraltet. Vielleicht im Jahr 2022 erscheint dann die Neuauflage. So, das zu Lehrbüchern. Wie gesagt, Wöhe Mock wäre meine Empfehlung an Sie, wenn Sie ein Lehrbuch kaufen möchten. Dann habe ich Ihnen hier noch zusammengestellt, das will ich jetzt nicht im Einzelnen erläutern, einige fall- und problemorientierte Lernbücher, wo Sie auch so bilanzrechtliche Fälle dann lösen können, aber auch primär an Wirtschaftswissenschaftler gerichtet. Dann habe ich Ihnen weiter zusammengestellt noch einige Handbücher und Kommentare zum Bilanzrecht. Die HGB-Kommentare enthalten ja auch dann eine Kommentierung der Vorschriften des dritten Buchs des HGB. Das heißt also, das Bilanzrecht ist dann auch in den HGB-Kommentaren enthalten. Das habe ich Ihnen hier vor allen Dingen im Hinblick auf eine spätere Seminararbeit oder Schwerpunktarbeit im Bilanzrecht einmal zusammengestellt, dass Sie sehen, also welche Werke sollten Sie da heranziehen, welche Werke sollten Sie zitieren. Ich darf kurz hervorheben, einmal hier diesen Beckschen Online-Großkommentar zum Bilanzrecht, der ist leider nicht im Hochschulmodul enthalten. Da kommentiere ich auch einen Paragraphen und auch in diesem jetzt gerade in zweiter Auflage erschienenen Kommentar von Hachmeister Kahle Mock-Schüppen. Da kommentiere ich die Paragraphen 264 folgende, das aber nur am Rande. Das also habe ich Ihnen nur zusammengestellt, wie gesagt, im Hinblick auf eine künftige Seminar- oder Schwerpunktarbeit, dass Sie da schon einmal sehen, welche Literatur sollten Sie heranziehen, zitieren. Das also als Einleitung und dann würde ich jetzt gleich mit dem ersten Teil der Vorlesung beginnen. Wir wollen zunächst einmal uns einen Überblick verschaffen über das Bilanzrecht, über die zentralen Grundbegriffe des Bilanzrechts und
uns eine Vorstellung davon vermitteln, was überhaupt unter dem Bilanzrecht zu verstehen ist. Ich hatte vorhin schon gesagt, die Bilanz ist nur ein Teil der Rechnungslegung. Es gibt noch weitere Elemente der Rechnungslegung. Deswegen ist eigentlich der Begriff Bilanzrecht zu ungenau, ist also zu eng, hat sich allerdings eingebürgert als Bezeichnung für dieses Rechtsgebiet. Treffender wäre die Bezeichnung Recht der Rechnungslegung, denn darum geht es. Es geht um die Rechnungslegung der Kaufleute, es geht auch um die Rechnungslegung der Steuerpflichtigen für steuerliche Zwecke. Und diese Rechnungslegung umfasst auch die Bilanz. Wir werden gleich noch zum Begriff der Bilanz kommen, dazu, was überhaupt unter einer Bilanz zu verstehen ist. Aber die Bilanz ist eben nicht das einzige Element der Rechnungslegung, sondern es gibt noch weitere Elemente, etwa die Gewinn- und Verlustrechnung, den Anhang und so weiter. Einzelheiten dazu kommen später. Bei der Rechnungslegung, wie die Bezeichnung schon sagt, geht es um die Darlegung der Aktivitäten des Unternehmens mit Zahlen. Das heißt also, mit Zahlen wird dargestellt, wie sieht die Finanzlage, die Vermögenslage, die Ertragslage des Unternehmens aus, welche Vermögenswerte sind im Unternehmen vorhanden, welche Schulden sind im Unternehmen vorhanden, welche Aufwendungen hat es ergeben, welche Erträge hat es gegeben. Und es wird der Gewinn auch auf diese Weise ermittelt mithilfe der Rechnungslegung. Und dementsprechend besteht also die Bilanz, besteht die Gewinn- und Verlustrechnung vor allen Dingen aus Zahlen. Das Handelsbilanzrecht ist, wie ich schon mehrfach sagte, im dritten Buch des HGB geregelt, das die Überschrift Handelsbücher hat. Das sind die Paragraphen 238 bis 342e HGB. Neben dem Handelsbilanzrecht, da geht es also um die kaufmännische Rechnungslegung. Wir werden noch sehen, dass bilanzierungspflichtig, rechnungslegungspflichtig im Grundsatz alle Kaufleute sind. Hier wird also angeknüpft an den Ihnen schon bekannten Kaufmannsbegriff des HGB, § 1 folgende HGB. Neben dem Handelsbilanzrecht gibt es also auch das Steuerbilanzrecht. Das Steuerbilanzrecht hat an sich eine andere Zielsetzung. Im Handelsbilanzrecht, wir werden die einzelnen Zwecke der Rechnungslegung noch im Einzelnen uns anschauen. Das Handelsbilanzrecht dient der Information, der Selbstinformation des Kaufmanns, aber auch der Information außenstehender Dritter, zum Beispiel von aktuellen oder potenziellen Gläubigern, von potenziellen Kreditgebern oder ganz allgemein des Marktes. Darum geht es also auch im Handelsbilanzrecht. Natürlich auch Gläubigerschutz ist im Handelsbilanzrecht ganz wichtig. Im Steuerbilanzrecht geht es dagegen nur um die Gewinnermittlung, die steuerliche Gewinnermittlung, die Ermittlung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des betreffenden Steuerpflichtigen. Und das erfolgt aber auch im Steuerbilanzrecht bei denjenigen Steuerpflichtigen, die buchführungsbilanzierungspflichtig sind, auf der Grundlage der Handelsbilanz. Im Steuerrecht gilt nämlich der Maßgeblichkeitsgrundsatz des § 5 Absatz 1 ESTG. Diese Vorschrift schauen wir uns einmal gerade an. Und da sehen Sie dann auch gleich diese Verzahnung zwischen dem Handelsbilanzrecht und dem Steuerbilanzrecht. § 4 ESTG Einkommensteuergesetz sagt, der Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebsvermögen am Schluss des Wirtschaftsjahres und dem Betriebsvermögen am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres. Das also zunächst einmal zum Begriff des steuerlichen Gewinns. Und im Steuerrecht geht es, wie gesagt, darum, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen zu ermitteln. Die soll im Einkommensteuerrecht möglichst zutreffend erfasst werden. Und bei den sogenannten Gewinneinkünften, da gehören beispielsweise die Einkünfte aus Gewerbebetrieb dazu, ist die entscheidende Größe für die Ermittlung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gewinn. Und das ist eben der Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebsvermögen am Schluss des Wirtschaftsjahres, das wir besteuern wollen, und dem Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres. Es wird also die Differenz gebildet. Ein sogenannter Betriebsvermögensvergleich findet statt. Und dann heißt es in § 5 ESTG, bei Gewerbetreibenden, nur bei Gewerbetreibenden, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen, das trifft vor allen Dingen auf Kaufleute zu, ist für den Schluss des Wirtschaftsjahres das Betriebsvermögen anzusetzen, das nach den
handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung auszuweisen ist. Hier wird also verwiesen für die steuerliche Gewinnermittlung, für den Betriebsvermögensvergleich, für steuerliche Zwecke auf die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, also auf das Handelsbilanzrecht. Und dementsprechend findet diese steuerliche Gewinnermittlung letztendlich auf der Grundlage einer Handelsbilanz statt, die allerdings dann durch eine Reihe von steuerrechtlichen Sondervorschriften modifiziert wird. Auch dazu Einzelheiten später. Aber das bitte schon einmal merken. Maßgeblichkeitsgrundsatz, die steuerliche Gewinnermittlung findet bei Gewerbetreibenden grundsätzlich auf der Grundlage der Handelsbilanz, genauer gesagt der handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung statt. Insofern ist also das Handelsbilanzrecht auch für das Steuerrecht von ganz zentraler Bedeutung. Aber das Bilanzrecht hat auch für andere Rechtsgebiete eine große Bedeutung. Jetzt komme ich noch einmal zurück zu dem, was ich eingangs sagte, dass nämlich für alle Schwerpunkte, für die das Bilanzrecht die Vorlesung vorgesehen ist, tatsächlich auch das Bilanzrecht von großer Bedeutung ist. Das gilt zunächst einmal für das Gesellschaftsrecht, um hier nur einige von vielen Beispielen herauszugreifen. Im Recht der GmbH haben wir zum Beispiel einen Schutz des Stammkapitals auf der Grundlage der Handelsbilanz der Gesellschaft. § 30 GmbH-Gesetz sagt, dass zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche Vermögen der Gesellschaft darf an die Gesellschafter nicht ausgezahlt werden. Das heißt also, bei der Frage der Kapitalerhaltung bei der GmbH, die GmbH ist ja eine juristische Person, eine Kapitalgesellschaft, bei der keine persönliche Haftung der Gesellschafter für die Gesellschaftsverbindlichkeiten besteht. Das werden Sie noch in der Vorlesung Kapitalgesellschaftsrecht im Einzelnen lernen. Das unterscheidet die GmbH, das unterscheidet die Kapitalgesellschaften von den Personengesellschaften. Bei den Personengesellschaften haben sie eine persönliche und akzessorische Haftung der Gesellschafter für die Gesellschaftsverbindlichkeiten. Und diese Haftung gibt es bei den Kapitalgesellschaften nicht. Bei den Kapitalgesellschaften also keine persönliche Haftung der Gesellschafter für die Gesellschaftsverbindlichkeiten. Zum Ausgleich für die fehlende persönliche Haftung der Gesellschafter gibt es dann aber strenge Vorschriften über die Kapitalaufbringung zunächst einmal und dann aber auch die Kapitalerhaltung. Und § 30 sagt eben, dass zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche Vermögen darf an die Gesellschafter nicht ausgezahlt werden. Das heißt, für die Frage, für den Geschäftsführer ist das immer die Frage, die sich stellen muss, für die Frage, ob Ausschüttungen aus dem Gesellschaftsvermögen der GmbH an die Gesellschafter durchgeführt werden müssen, muss immer geschaut werden, reicht das vorhandene Vermögen der Gesellschaft noch aus, um zumindest den Betrag des Stammkapitals zu decken. Und diese Prüfung findet auf der Grundlage der Handelsbilanz statt. Eine streng bilanzielle Betrachtung, wenn sich aus der Handelsbilanz ergibt, dass nicht mehr ausreichend Vermögen vorhanden ist, um das Stammkapital zu decken oder nach der Ausschüttung an die Gesellschafter nicht mehr ausreichend Vermögen vorhanden wäre, dann darf diese Ausschüttung nicht erfolgen. Streng bilanzielle Betrachtung. Auch an anderer Stelle im Recht der GmbH wird die Bilanz relevant, nämlich für das sogenannte Zahlungsverbot nach § 64 GmbH-Gesetz. Die Geschäftsführer sind der Gesellschaft zum Ersatz von Zahlungen verpflichtet, die nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder Feststellung ihrer Überschuldung geleistet werden. Nach Insolvenzreife dürfen also keine Zahlungen seitens der Geschäftsführer mehr geleistet werden. Das soll im Vorfeld der Insolvenz sicherstellen, dass das Gesellschaftsvermögen jetzt eben bei der GmbH bleibt, nicht weiter geschmälert wird zulasten der Gläubiger und dementsprechend darf bei Eintritt der Insolvenzreife von den Geschäftsführern keine Zahlung mehr erfolgen. Insolvenzreife bedeutet Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung. Und die Überschuldung ist eben der zweite Insolvenzgrund. Und die Überschuldung, wie wird die Überschuldung ermittelt? Wiederum auf der Grundlage einer Bilanz, einer sogenannten Überschuldungsbilanz. Man vergleicht also auf der Grundlage der Bilanz, reicht das vorhandene Vermögen noch, um die Schulden zu decken? Ist das nicht der Fall? Haben wir eine Überschuldung, dürfen also keine Zahlungen seitens der Geschäftsführer mehr geleistet werden. Auch hier also eine streng bilanzielle Betrachtung beim Tatbestand der Überschuldung. Aber auch im Insolvenzrecht spielt das Bilanzrecht eine große Rolle. Beispielsweise beim Überschuldungstatbestand. Das ist
Paragraph 19 Insolvenzordnung, aber auch bei der sogenannten Insolvenzantragspflicht, Paragraph 15a. Dazu gleich. Und auch im Bank- und Kapitalmarktrecht spielt das Bilanzrecht eine große Rolle. Beispielsweise im Kreditgeschäft lässt sich das Kreditinstitut immer, bevor es einen Kredit vergibt, die Bilanz des Unternehmens vorlegen, um aus der Bilanz ersehen zu können, ist hinreichende Masse, ist hinreichende Liquidität im Unternehmen vorhanden. Im Kapitalmarktrecht spielt die Informationsfunktion der Handelsbilanz eine wichtige Rolle. Der Kapitalmarkt soll auch unter anderem auch auf der Grundlage einer Bilanz über die Vermögensfinanzertragslage des Unternehmens informiert werden. So, jetzt aber nochmal zurück zu den Insolvenzrecht, deswegen also auch die Bedeutung des Bilanzrechts für den Schwerpunkt Bank- und Kapitalmarktrecht. Jetzt aber noch einmal zurück zu den insolvenzrechtlichen Vorschriften, die ich gerade genannt hatte. Paragraph 15, oder fangen wir mit 19 Insolvenzordnung an. Die Überschuldung, die wir gerade schon bei 64 GmbH-Gesetz kennengelernt haben, bei einer juristischen Person ist auch die Überschuldung Eröffnungsgrund. Das heißt also, bei Eintritt der Überschuldung kann zunächst einmal Insolvenzantrag gestellt werden und wird dann auch das Insolvenzverfahren eröffnet, wenn ausreichende Masse vorhanden ist. Und 19 Absatz 2 sagt, Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, das ist die sogenannte Fortführungsprognose, die Fortführung des Unternehmens ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich. Das aber nur am Rande. Zunächst einmal Ausgangspunkt für die Feststellung einer Überschuldung ist die Frage, deckt das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten oder nicht? Wenn nicht, dann liegt Überschuldung vor. Und diese Frage ist wiederum zu beantworten auf der Grundlage der Bilanz, eine Überschuldungsbilanz ist das, aber auch diese Überschuldungsbilanz folgt zunächst einmal im Ansatz den handelsrechtlichen Bilanzierungsvorschriften mit gewissen Modifikationen. Aber auch hier findet eine bilanzielle Betrachtung statt, um eine Überschuldung zu ermitteln. Und die Überschuldung löst zugleich auch bei juristischen Personen die Insolvenzantragspflicht nach § 15a Insolvenzordnung aus. Paragraph 15a Insolvenzordnung sagt, wird eine juristische Person zahlungsunfähig oder überschuldet, haben die Mitglieder des Vertretungsorgans oder die Abwickler ohne schuldhaftes Zögern, spätestens aber 3 Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung einen Eröffnungsantrag zu stellen. Ja, auch hier die Überschuldung als Auslöser für die Insolvenzantragspflicht bei Kapitalgesellschaften und sonstigen juristischen Personen. Und auch hier wird wieder die Überschuldung auf der Grundlage der Bilanz, genauer gesagt der Überschuldungsbilanz, ermittelt. Sie sehen also eine große Bedeutung des Handelsbilanzrechts weit über das HGB, weit über das Handelsbilanzrecht hinaus im Steuerrecht, im Insolvenzrecht, Gesellschaftsrecht und Bank- und Kapitalmarktrecht. Ich hatte eingangs schon gesagt, dass Bilanzrecht, auch wenn es in einem nationalen Gesetz, dem HGB, geregelt ist, ist schon lange keine rein nationale Angelegenheit mehr, sondern wir haben im Bilanzrecht inzwischen einen sehr, sehr starken Einfluss des Europarechts, des Unionsrechts. Hier ist insbesondere zu nennen die EU-Bilanzrichtlinie in ihrer aktuellen Fassung von 2013. Das waren ursprünglich die Bilanzrichtlinie 1978 und die Konzernbilanzrichtlinie von 1983. Die sind dann 2013 in der neuen Bilanzrichtlinie zusammengeführt worden, die dann auch in nationales Recht umzusetzen war. Das heißt also, wir haben eine sehr starke Prägung des Bilanzrechts durch das Unionsrecht, durch diese Bilanzrichtlinie, die allerdings immer noch einen gewissen Spielraum für die einzelnen EU-Mitgliedstaaten lässt für die nationale Ausgestaltung ihrer Bilanzierungsvorschriften. Wir haben also keine Vollharmonisierung, aber doch eine sehr weitgehende Angleichung und die zentralen Prinzipien des Bilanzrechts, etwa das Vorsichtsprinzip, auf das wir noch eingehend zu sprechen kommen, die sind alle in der EU-Bilanzrichtlinie vorgegeben. Bei der Bilanzrichtlinie der EU gibt es aber eine gewisse Wechselwirkung, denn in diese EU-Bilanzrichtlinie sind durchaus auch Vorstellungen des deutschen Bilanzrechts oder allgemein gesprochen des kontinentaleuropäischen Bilanzrechts eingeflossen. Es gibt im Bilanzrecht, wenn man das rechtsvergleichend betrachtet, sozusagen zwei große Rechtskreise. Zum einen das kontinentaleuropäische Bilanzrecht, das sehr stark von italienisch-französischen
Vorstellungen geprägt ist, die dann auch in diese EU-Bilanzrichtlinie sehr stark eingeflossen sind. Die EU-Bilanzrichtlinie ist also eine kontinentaleuropäische Richtlinie. Das heißt also, hier sind die Vorstellungen des kontinentaleuropäischen Bilanzrechts dann EU-weit letztendlich umgesetzt worden. Man hat kleinere Zugeständnisse an den zweiten Rechtskreis gemacht, nämlich den angelsächsischen Rechtskreis. Aber im Wesentlichen ist diese EU-Bilanzrichtlinie von kontinentaleuropäischen Bilanzierungsvorstellungen geprägt. Der andere Rechtskreis, und das ist der inzwischen deutlich größere Rechtskreis, muss man sagen, ist der angelsächsische Rechtskreis. Und hier haben wir Bilanzierungsvorschriften, Vorstellungen vom Bilanzrecht, die sich in Teilen schon sehr deutlich von den kontinentaleuropäischen Vorstellungen unterscheiden. Im kontinentaleuropäischen Bilanzrecht ist das Vorsichtsprinzip von ganz herausragender Bedeutung. Das Vorsichtsprinzip dient dem Gläubigerschutz, wohingegen bei den angelsächsischen Rechnungslegungsregeln sehr stark das sogenannte True and Fair View Prinzip im Mittelpunkt steht. Das heißt, man will ein möglichst wirklichkeitsgetreues Bild der Vermögensfinanzertragslage des Unternehmens vermitteln. Hier steht die Informationsfunktion, die Information des Kapitalmarkts im Mittelpunkt. Und daraus ergeben sich eine ganze Reihe von Unterschieden. Wir werden das noch näher besprechen. Und zu diesem angelsächsischen Rechtskreis gehören auch die IFRS, die International Financial Reporting Standards, die im Jahre 2002 von der Europäischen Union übernommen worden sind. Diese IFRS, früher IAS, International Accounting Standards, dann umbenannt in IFRS, International Financial Reporting Standards, die beruhen ganz maßgeblich auf den angelsächsischen Rechnungslegungsvorstellungen, genauer gesagt den des britischen Rechts. Und die hat die EU im Jahr 2002 übernommen, allerdings nicht für das Bilanzrecht schlechthin, sondern nur verbindlich, nur für Konzernabschlüsse, was dazu führt, und zwar für kapitalmarktorientierte Unternehmen, Einzelheiten dazu kommen später noch, was dazu führt, dass wir jetzt in Europa, in der Europäischen Union, ein Nebeneinander haben, zum einen von den Vorschriften der Bilanzrichtlinie, die kontinentaleuropäisch geprägt sind, die von Unternehmen für ihre Einzelabschlüsse jedenfalls einzuhalten sind. Und auf der anderen Seite die International Financial Reporting Standards, die sehr stark angelsächsisch geprägt sind und die für Konzernabschlüsse von kapitalmarktorientierten Unternehmen verbindlich sind, in einigen Ländern sogar darüber hinaus. Das also nur als kurzer Überblick. Einzelheiten dazu kommen dann später, wenn wir uns die rechtlichen Grundlagen des Bilanzrechts anschauen. Aber dieses Nebeneinander verschiedener Rechtskreise, wenn man so will, im Bilanzrecht, das wird uns mehrfach noch im Rahmen dieser Vorlesung beschäftigen. Die letzten größeren Reformen des Handelsbilanzrechts, es gibt ja immer wieder punktuelle Änderungen, aber die letzten größeren Reformen waren zum einen das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz von 2009. Da hat man einige Anpassungen, Angleichungen an die internationalen Rechnungslegungsstandards vorgenommen. Das heißt also auch, dass an sich von der Bilanzrichtlinie geprägte Handelsbilanzrecht wird zunehmend doch von diesen Vorstellungen der IFRS auch beeinflusst. Dann in Umsetzung einer EU-Richtlinie das Kleinstkapitalgesellschaften-Bilanzrechtsänderungsgesetz, das verschiedene Erleichterungen bei der Rechnungslegung für Kleinstkapitalgesellschaften vorgesehen hat. Darauf werden wir ebenfalls noch zu sprechen kommen. Es gibt also verschiedene Größenordnungen bei Kapitalgesellschaften. Es gibt große, mittelgroße, kleine und Kleinstkapitalgesellschaften. Und die Unterscheidung ist deswegen wichtig, weil die Strenge der Rechnungslegungsvorschriften dann eben von der Größe abhängt. Für Kleinstkapitalgesellschaften gelten deutlich weniger strenge Rechnungslegungsvorschriften als für die großen Kapitalgesellschaften. Und zuletzt noch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz, mit dem die neue Bilanzrichtlinie von 2013, die ich gerade eben erwähnte, in das deutsche Recht umgesetzt worden ist. Es hat da nicht allzu viel Änderungsbedarf gegeben. Diese neue Bilanzrichtlinie von 2013 ist im Wesentlichen ja nur eine Zusammenführung der Bilanzrichtlinie von 1978 und der Konzernbilanzrichtlinie von 1983. Man hat aber aus diesem Anlass der Zusammenführung, der Konsolidierung, hat man einige Änderungen vorgenommen. Die mussten dann durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz in das deutsche Recht überführt werden.
So, das also als zunächst einmal allgemeiner Überblick. Und jetzt wollen wir uns mit einem ganz zentralen Begriff des Bilanzrechts näher beschäftigen, nämlich dem Begriff der Bilanz. Ja, dieser Bilanz, die, wie ich schon gesagt habe, nur ein Element der Rechnungslegung ist, ist aber namensgebend für das gesamte Rechtsgebiet und steht dementsprechend auch im Mittelpunkt des Bilanzrechts. Der Begriff der Bilanz leitet sich von dem italienischen Wort bilancia ab. Das bedeutet Waage oder Gleichgewicht. Und hier sehen Sie eben auch die Ursprünge des kontinentaleuropäischen Bilanzrechts, nämlich im italienischen Rechtsraum. Da hat sich das Bilanzrecht also so ungefähr im 14., 15. Jahrhundert entwickelt, über Frankreich dann auch nach Deutschland gekommen. Und darauf ist es zurückzuführen, dass wir diesen Begriff Bilanz, abgeleitet vom italienischen Bilancia, heute verwenden. Unter der Bilanz versteht man eine stichtagsbezogene Vermögensübersicht, zu unterscheiden von der Gewinn- und Verlustrechnung. Die ist nämlich nicht stichtagsbezogen, sondern die bezieht sich auf einen ganzen Zeitraum, nämlich das zurückliegende Geschäftsjahr. Demgegenüber bezieht sich die Bilanz auf einen ganz bestimmten Stichtag. Das kann der 31.12. sein, aber die Unternehmen sind im Grundsatz frei, auch einen anderen Tag als Stichtag festzulegen. Und genau für diesen Stichtag wird das Vermögen der Gesellschaft festgestellt, wird zusammengetragen in der Bilanz dieser Vermögensübersicht. Und Vermögen bedeutet hier nicht nur das Aktivvermögen, nicht nur die Vermögensgegenstände, sondern auch die Schulden gehören zum Vermögen. Das ist dann eben das sogenannte Passivvermögen. Paragraph 242 HGB, in den schauen wir einmal hinein, denn da haben wir gleich diesen Begriff der Bilanz. Paragraph 242 HGB sagt, der Kaufmann hat zu Beginn seines Handelsgewerbes und für den Schluss eines jeden Geschäftsjahrs einen das Verhältnis seines Vermögens und seiner Schulden darstellenden Abschluss, das ist die Eröffnungsbilanz, aufzustellen. Und diese Bilanz ist dann auch für die weiteren Geschäftsjahre, Absatz 2, für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres aufzustellen. Absatz 2 dann die bereits erwähnte Gewinn- und Verlustrechnung. Und Absatz 3 sagt, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung bilden zusammen den Jahresabschluss. Das also zunächst einmal zur Terminologie. Also wir haben auf der einen Seite die Bilanz als eine Vermögensgegenüberstellung, die zunächst einmal bei Beginn, bei der Aufnahme der Geschäftstätigkeit aufzustellen ist und dann aber auch für den Schluss jedes weiteren Geschäftsjahres, für den Schluss jeden Geschäftsjahres, da sehen Sie also stichtagsbezogen, und darüber hinaus muss für den Schluss jedes Geschäftsjahres auch diese Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen, die Gewinn- und Verlustrechnung, aufgestellt werden. Beide zusammen bilden den Jahresabschluss. Da sehen Sie also schon, wir haben jedenfalls schon einmal zwei Elemente der Rechnungslegung, die Bilanz als Vermögensaufstellung und die Gewinn- und Verlustrechnung als Erfolgsaufstellung, dazu dann aber später noch. Die Bilanz wird üblicherweise in Kontoform aufgestellt. Das heißt, wir haben auf der linken Seite der Bilanz die Aktivseite der Bilanz, die Vermögensgegenstände, die Aktiva. Auf der linken Seite der Bilanz wird also ausgewiesen, was ist an Vermögensgegenständen im Unternehmen vorhanden. Und auf der rechten Seite der Bilanz, der Passivseite der Bilanz, wird ausgewiesen, wie ist das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen finanziert? Woher kommen also die Mittel, mit denen das Aktivvermögen finanziert ist? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die Schulden, das ist das Fremdkapital, und auf der anderen Seite das Eigenkapital. Bei den Kapitalgesellschaften besteht das Eigenkapital unter anderem aus, das ist sozusagen das Kerneigenkapital, dem Grundkapital bei Aktiengesellschaften beziehungsweise Stammkapital bei der GmbH. Und daneben eben die Schulden als Fremdkapital, Schulden als Oberbegriff für Rückstellungen,
und Verbindlichkeiten. Auch dazu kommen Einzelheiten noch später. Die Besonderheit beim Eigenkapital ist, das Eigenkapital ist eine Restgröße. Das Eigenkapital ist das Reinvermögen, das sich ergibt nach Abzug der Schulden von den Aktiva. Dementsprechend also das Eigenkapital eine Restgröße und diese Eigenschaft des Eigenkapitals als Restgröße, Aktiva abzüglich Schulden, führt dazu, dass die Bilanz immer ausgeglichen ist. Das heißt also, auf beiden Seiten der Bilanz kommen Sie immer zu einer gleichen Bilanzsumme. Deswegen ja auch Bilanza, Waage, Gleichgewicht. Beide Seiten der Bilanz sind immer ausgeglichen. Und das wird erzielt dadurch, dass dieses Eigenkapital als Restgröße fungiert. Und um Ihnen das einmal zu veranschaulichen, hier eine ganz einfache Bilanz eines Einzelkaufmanns, die ich Ihnen hier einmal auf der Folie präsentiere. Sie sehen hier die Aktivseite der Bilanz. Auf der Aktivseite ist ausgewiesen, was ist an Vermögensgegenständen im Unternehmen vorhanden, und auf der Passivseite ist ausgewiesen, woher kommen die Mittel, wie wird also das Aktivvermögen finanziert, Eigenkapital und Schulden als Oberbegriff für Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Unser Kaufmann hat zum Stichtag 31.12.2018, die Bilanz also immer eine stichtagsbezogene Aufstellung. Man schaut sich an, welches Vermögen, Aktiv-Passivvermögen, ist genau an diesem Tag im Unternehmen vorhanden. Die Grundlage dafür sind die Konten, die über das Geschäftsjahr hin geführt worden sind. Auch dazu Einzelheiten noch später. Und am 31.12.2018 hat unser Kaufmann zum einen Anlagevermögen von 100.000. Anlagevermögen, das sind diejenigen Vermögensgegenstände, die zum dauerhaften Verbleib im Unternehmen bestimmt sind. Das können zum Beispiel sein Betriebsgrundstücke, aufstehende Gebäude oder Ähnliches, also alle Gegenstände, die dauerhaft im Unternehmen verbleiben sollen. Demgegenüber ist das Umlaufvermögen, sind diejenigen Vermögensgegenstände, die nur vorübergehend im Unternehmen verbleiben, wie etwa Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Der Kaufmann hat Waren an einen Kunden geliefert, daraus ist ihm eine Forderung in Höhe von 20.000 Euro erwachsen, die am Stichtag 31.12.2018 noch nicht beglichen ist. Dementsprechend ist sie hier auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Und eine Forderung bringt es mit sich, dass sie letztendlich dazu dient, befriedigt zu werden, dementsprechend dann auch zu erlöschen und wieder aus dem Unternehmensvermögen auszuscheiden. Und dementsprechend gehören die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum Umlaufvermögen. Und es besteht noch ein Bankguthaben, das ebenfalls zum Umlaufvermögen gehört, weil auch das Bankguthaben ja schwankt, dementsprechend nur vorübergehend im Unternehmen verbleibt. Er hat also hier ein Bankguthaben von 180.000 Euro, sodass wir hier auf Aktiva im Gesamtwert von 300.000 Euro kommen. Dem stehen gegenüber Schulden in Höhe von 250.000 Euro, zum einen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Das heißt also, der Kaufmann hat von anderen Unternehmen Waren geliefert bekommen, diese noch nicht bezahlt. Daraus resultieren Verbindlichkeiten in Höhe von 50.000 Euro. Und darüber hinaus hat er Darlehen, Kredite bei einem Kreditinstitut aufgenommen. Daraus resultiert eine Verbindlichkeit von 200.000 Euro. Und der Restbetrag, Aktiva 300.000 abzüglich Schulden 250.000, ist das Eigenkapital. Das ist also diese Restgröße, sodass wir auch hier auf der Passivseite zu einer Bilanzsumme von 300.000 kommen. Sie sehen also, die Bilanz ist tatsächlich ausgeglichen, Balanza, Waage, Gleichgewicht. Ja, daraus leitet sich also die Bezeichnung ab. Das also als ganz einfaches Beispiel einer Bilanz, Kontoform, Aktivseite, die Vermögensgegenstände, die im Unternehmen vorhanden sind am Stichtag, Passivseite, die Schulden und dann als Restgröße das Eigenkapital. Das sind eben die beiden Finanzierungsformen, Eigenkapitalfinanzierung, Fremdkapitalfinanzierung, auch dazu Einzelheiten später. Welche Bilanzarten gibt es im Einzelnen? Wir hatten das schon so im Ansatz ganz zu Beginn gehört. Zum einen die Handelsbilanz, die in den Paragraphen 238 folgende HGB geregelt ist, im dritten Buch des HGB.
die Handelsbilanz auf der einen Seite. Die Handelsbilanz muss grundsätzlich von jedem Kaufmann im Sinne des HGB aufgestellt werden, nach den Vorschriften der 238 folgende. Daneben gibt es aber auch die Steuerbilanz, und die hatten wir ja schon kennengelernt, den Maßgeblichkeitsgrundsatz. Im Einkommensteuerrecht, Körperschaftssteuerrecht, geht es um die Ermittlung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen. Die soll möglichst genau erfasst werden und die entscheidende Größe bei den sogenannten Gewinneinkünften für die Ermittlung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ist der Gewinn. Und der Gewinn bedeutet Betriebsvermögensvergleich. Und dieser Betriebsvermögensvergleich ist nach dem Maßgeblichkeitsgrundsatz des § 5 EESDG, Einkommensteuergesetz, durchzuführen auf der Grundlage der handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Steuerbilanz und diese handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sind der Ausgangspunkt für die Steuerbilanz, werden aber in vielfältiger Weise durch steuerliche Spezialvorschriften modifiziert, sodass wir am Ende eine modifizierte Handelsbilanz als Steuerbilanz haben. Die Einzelheiten dazu kommen später. Neben diesen Erfolgsbilanzen, den regelmäßigen Bilanzen, Handelsbilanz, Steuerbilanz, gibt es Sonderbilanzen, die aus besonderem Anlass aufgestellt werden. Diese Handelsbilanz und auch die Steuerbilanz, die werden immer für den Stichtag, das heißt für das Ende des Geschäftsjahres oder im Steuerrecht sagt man Wirtschaftsjahres aufgestellt. Das sind also die regelmäßigen Bilanzen. Daneben gibt es aber auch Sonderbilanzen, außerordentliche Bilanzen, die aus einem besonderen Anlass aufgestellt werden. Eine haben wir gerade eben schon kennengelernt, § 242 Absatz 1 HGB spricht von der Eröffnungsbilanz. Zu Beginn der Aufnahme der Geschäftstätigkeit des Unternehmens ist erstmals eine Bilanz aufzustellen. Da ist also zu erfassen, bezogen auf den Tag des Beginns mit der unternehmerischen Tätigkeit, welche Aktivvermögensgegenstände und welche Passiva sind im Unternehmen vorhanden. Dann hatten wir ebenfalls schon kennengelernt den Paragraphen 19 Insolvenzordnung und die Überschuldungsbilanz. Die Frage der insolvenzrechtlichen Überschuldung ist ebenfalls auf der Grundlage einer Bilanz zu ermitteln. Und auch diese Bilanz ist im Grundsatz nach den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen, aber mit gewissen Modifikationen, die dem Umstand Rechnung tragen, dass wenn das Unternehmen überschuldet ist, es eben im Grundsatz nicht fortgeführt wird, sondern zerschlagen wird. Insbesondere müssen also in der Überschuldungsbilanz grundsätzlich Zerschlagungswerte angesetzt werden. Das ist also ein zentraler Unterschied dieser Überschuldungsbilanz. Und die wird dann eben nicht auf den Stichtag Ende des Geschäftsjahres aufgestellt, sondern eben dann, wenn die Überschuldung eingetreten ist, dann muss man diese Überschuldungsbilanz als Sonderbilanz aufstellen. Und ganz ähnlich wie die Überschuldungsbilanz, die Liquidationsbilanz, wenn insbesondere eine Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft aufgelöst wird, dann ist sie damit noch nicht beendet, sondern sie tritt in ein Liquidationsstadium ein. In diesem Liquidationsstadium müssen die Schulden der Gesellschaft beglichen werden, müssen aber auch ausstehende Forderungen der Gesellschaft eingezogen werden und das verbleibende Vermögen muss dann an die Gesellschafter verteilt werden. Das alles findet in diesem Liquidationsstadium statt und auch in diesem Liquidationsstadium müssen sich die Liquidatoren dann einen Überblick über den Vermögensbestand verschaffen und das Gesetz schreibt dementsprechend beispielsweise in § 154 HGB für die OHG vor, dass eine Liquidationsbilanz aufzustellen ist. Auch hier gelten grundsätzlich wieder die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, allerdings modifiziert um die Besonderheiten des Liquidationsstadiums. Und auch hier die Besonderheit natürlich, die Liquidation ist auf Beendigung des Unternehmens gerichtet, deswegen Ansatz von sogenannten Zerschlagungs- und nicht von Fortführungswerten. All das machen wir im Detail noch später. So, hier also müssen Sie sich noch merken, es gibt also die regulären Bilanzen und es gibt Sonderbilanzen. Und um Ihnen einmal aufzuzeigen, ein Beispiel für die bilanzielle Gewinnermittlung für steuerliche Zwecke, aber auch grundsätzlich auch für handelsrechtliche Zwecke. Wir werden gleich noch sehen, inwiefern die Handelsbilanz auch der Gewinnbemessung dient, insbesondere bei Personen- und Kapitalgesellschaften. Für das Steuerrecht würde sich aber hier nichts anderes ergeben. Wir unterstellen mal, es gibt keine steuerlichen Sondervorschriften bezüglich der Bilanzierung. Wir haben hier wieder als Ausgangspunkt die Bilanz des Einzelkaufmanns A zum 31.12.2018, die wir uns eben schon angeschaut haben.
Und Paragraph 4 ESTG sagt ja, Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebsvermögen. Betriebsvermögen heißt Reinvermögen, heißt also Eigenkapital des betreffenden Wirtschaftsjahres verglichen mit dem des zurückliegenden Wirtschaftsjahres. Wir haben hier in der Bilanz zum 31.12.2018 als Restgröße, als Eigenkapital, das ist das Betriebsvermögen im Sinne des Paragraphen 4 ESTG, das Reinvermögen, 50.000 Euro. Ein Jahr später sieht die Bilanz des Kaufmanns zum 31.12.2019 so aus, dass wir jetzt insgesamt Vermögensgegenstände von 690.000 haben. Dem stehen auf der Passivseite gegenüber Schulden in Höhe von 630.000, wenn Sie diese beiden Beträge hier zusammenrechnen, sodass Sie jetzt auf eine Restgröße, ein Eigenkapital, ein Betriebsvermögen im steuerlichen Sinne von 60.000 kommen. Das heißt also, was ist jetzt der steuerliche Gewinn des Kaufmanns? Sie ziehen das Eigenkapital, das an dem Wirtschaftsjahr, das wir besteuern wollen, nämlich 2019 vorhanden war, 60.000 Euro. Davon ziehen Sie das Eigenkapital des zurückliegenden Wirtschaftsjahres, 50.000 ab. Und so kommen wir auf einen Gewinn von 10.000 Euro. Ja, das also wieder an einem einfachen Beispiel. Die Gewinnermittlung, die bilanzielle Gewinnermittlung, hier für steuerliche Zwecke, bei einer Personengesellschaft würde das dann aber im Grundsatz auch für die Gewinnermittlung beispielsweise für Zwecke der Gewinnausschüttung an die Gesellschafter gelten. Diese bilanzielle Gewinnermittlung auf der Grundlage der Bilanz als einer Vermögensaufstellung, stichtagsbezogenen Vermögensaufstellung, die gibt aber, die sagt, welcher Erfolg, welcher Gewinn ist erzielt worden, gibt aber keinen Aufschluss über die Ursache des Erfolgs oder auch Misserfolgs. Es kann sich ein Verlust ergeben, wenn wir umgekehrte Zahlen gehabt hätten, 60.000 Eigenkapital für 2018 und 50.000 für 2019, dann hätten wir einen Verlust gehabt. Ja? Also im Steuerrecht, im Einkommensteuergesetz steht immer Gewinn, gemeint ist aber auch ein negativer Gewinn, ein Verlust. Es kann sich also auch bei diesem Betriebsvermögensvergleich einen Verlust ergeben. Die Bilanz als solche besagt aber eben nur, gibt nur Auskunft darüber, dass und in welcher Höhe ein Gewinn oder Verlust erzielt worden ist, gibt aber keinen Aufschluss über die Ursachen. Liegen die Ursachen für einen Gewinn oder Verlust darin, dass die Erlöse gesteigert worden sind oder darin, dass Kostenaufwand eingespart worden ist, das ergibt sich aus der Bilanz nicht. Und dafür benötigt man dann noch ein ergänzendes Instrument, ein ergänzendes Element der Rechnungslegung. Das ist die Gewinn- und Verlustrechnung, die wir gerade eben schon kennengelernt haben, die nämlich in § 242 Absatz 2 HGB angesprochen wird als zweites notwendiges Element der kaufmännischen Rechnungslegung. § 242 Absatz 2 verpflichtet den Kaufmann für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres eine Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge des betreffenden Geschäftsjahres, die Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen. Und Absatz 3 sagt, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bilden zusammen den Jahresabschluss. Die Gewinn- und Verlustrechnung also nicht als Vermögensaufstellung und nicht stichtagsbezogen. Sie wird für einen Stichtag aufgestellt, aber sie bezieht sich auf einen gesamten Zeitraum. Sie ist zeitraumbezogen. Sie bezieht sich nämlich auf das gesamte zurückliegende Geschäftsjahr. In dem Sinne ist sie also zeitraumbezogen. Und gegenübergestellt werden die Aufwendungen und Erträge. Das heißt also alle untechnisch gesprochen Ausgaben, Kosten, die das Unternehmen hatte, werden gegenübergestellt mit den Einnahmen, Erträgen, die das Unternehmen in dem betreffenden Geschäftsjahr hatte. Und auch das ist ein Instrument der Gewinnermittlung, denn wenn Sie Aufwendungen und Erträge gegenüberstellen, dann ergibt sich daraus der Gewinn oder Verlust. Wenn Sie höhere Aufwände als höhere Erträge als Aufwendungen hatten, dann liegt ein Gewinn vor. Umgekehrt, wenn die Aufwendungen höher waren als die Erträge, dann eben ein Verlust. Dadurch können Sie dann zugleich auch feststellen, worauf beruht denn der Erfolg oder Misserfolg des Unternehmens? Waren die Erlöse so hoch oder waren die Aufwendungen so niedrig oder waren die Aufwendungen zu hoch, wenn ein Verlust erwirtschaftet worden ist? Darüber gibt also die Gewinn- und Verlustrechnung als zweites Element
der kaufmännischen Rechnungslegung Aufschluss und zusammen mit der Bilanz bildet die Gewinn- und Verlustrechnung den Jahresabschluss. Ja, diese Terminologie also bitte merken. Jahresabschluss bedeutet Bilanz plus Gewinn- und Verlustrechnung. Als Beispiel für die Gewinnermittlung durch Gewinn- und Verlustrechnung. Wir unterstellen einmal, unser Kaufmann hatte in dem zurückliegenden Geschäftsjahr 2019 Erträge in Höhe von 124.000 Euro. Dem stehen aber Aufwendungen in Höhe von 114.000 Euro gegenüber. Erträge können zum Beispiel sein, die Einnahmen aus der Lieferung von Waren oder aus der Erbringung von Dienstleistungen. Aufwendungen können zum Beispiel sein, die Kosten für den Erwerb von Rohstoffen oder von Waren für die Weiterveräußerung, können auch Personalkosten sein und so weiter. Alles wird später noch im Detail besprochen. Und auch da kommt man dann auf einen Betrag von 10.000 Euro. Und wenn der Kaufmann im Laufe des Geschäftsjahres alles richtig gebucht hat, da gelten die Grundsätze der doppelten Buchführung und so weiter, dann kommt er sowohl in der Bilanz als auch in der Gewinn- und Verlustrechnung immer auf denselben Betrag. Das wird sichergestellt durch die sogenannte doppelte Buchführung. Auch dazu kommen Einzelheiten noch später. Also auch hier ergibt sich ein Gewinn von 10.000 Euro und der entscheidende Vorteil der Gewinn- und Verlustrechnung ist eben, sie gibt auch Aufschluss über die Ursachen für den Erfolg oder Misserfolg für den Gewinn und Verlust oder Verlust des Unternehmens. Weiter ist noch zu unterscheiden, auch das hatte ich schon kurz angesprochen, zwischen dem sogenannten Einzelabschluss oder das Gesetz sagt immer Jahresabschluss, gemeint ist der Jahresabschluss für das einzelne Unternehmen und auf der anderen Seite dem Konzernabschluss. Der Einzel- oder Jahresabschluss wird für ein einzelnes Unternehmen aufgestellt und hier findet dann eine bilanzielle Gewinnermittlung statt und zwar auch für steuerliche Zwecke. Der Einzel- bzw. Jahresabschluss wird also auch über den Maßgeblichkeitsgrundsatz des § 5 EStG für steuerliche Zwecke herangezogen. Daneben hat der Einzel- bzw. Jahresabschluss immer auch eine Informationsfunktion, Selbstinformation des Kaufmanns, aber auch Information außenstehender Dritter. Diese Informationsfunktion hat man bei den handelsrechtlichen Abschlüssen immer. Hier aber beim Einzeljahresabschluss eben auch diese steuerliche Komponente, Grundlage für die steuerliche Gewinnermittlung. Was ist dagegen ein Konzernabschluss? Der Konzernabschluss ist geregelt in den Paragraphen 290 folgende HGB und wir schauen einmal in den Paragraphen 290 hinein und können den 290 auch entnehmen, welche Unternehmen überhaupt oder in welchen Fällen überhaupt ein Konzernabschluss aufgestellt werden muss. Paragraph 290 sagt, die gesetzlichen Vertreter einer Kapitalgesellschaft des Mutterunternehmens mit Sitz im Inland haben in den ersten 5 Monaten eines Konzerngeschäftsjahres für das vergangene Konzerngeschäftsjahr einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht aufzustellen, wenn diese auf ein anderes Unternehmen, das Tochterunternehmen, unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben können. Für einen Konzernabschluss muss also vorliegen ein Verhältnis Mutter-Tochter-Unternehmen. Es muss ein Mutterunternehmen geben, das auf mindestens ein anderes Unternehmen, das Tochterunternehmen, einen beherrschenden Einfluss ausüben kann. Und dann muss das Mutterunternehmen zusätzlich zu dem Einzelabschluss, jedes Unternehmen muss einen Einzelabschluss, Jahresabschluss aufstellen. Das Mutterunternehmen muss dann aber zusätzlich noch einen Konzernabschluss aufstellen. Und wann haben wir einen beherrschenden Einfluss? Das sagt § 290 Absatz 2. Ein beherrschender Einfluss liegt insbesondere dann vor, wenn dem Mutterunternehmen bei einem anderen Unternehmen die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschaft dazusteht. Das ist sozusagen der klassische Fall eines beherrschenden Einflusses, die Inhaberschaft an der Mehrheit der Stimmrechte. Es gibt noch weitere Fälle, die lasse ich jetzt einmal beiseite. Was genau bedeutet dieser Konzernabschluss? Der Konzernabschluss ist ein sogenannter konsolidierter Abschluss. Für die Aufstellung des Konzernabschlusses, zu dessen Aufstellung nur das Mutterunternehmen verpflichtet ist, wird der gesamte Konzern, werden also alle Unternehmen, die Mutterunternehmen und Tochterunternehmen dieses Konzerns sind, als ein Unternehmen betrachtet. Der Konzern ist ja, das werden Sie in der Vorlesung
Konzern- und Umwandlungsrecht noch lernen. Der Konzern als solcher ist nicht rechtsfähig, hat keine Rechtspersönlichkeit. Für den Konzernabschluss wird der Konzern aber wie ein Unternehmen behandelt, nur für Rechnungslegungszwecke. Und das bedeutet, es werden sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten, die zwischen den konzernzugehörigen Unternehmen bestehen, eliminiert. Es kann ja, wenn Sie den gesamten Konzern als eine Person sozusagen betrachten, eine Person kann ja gegenüber sich selbst keine Forderungen und auch keine Verbindlichkeiten haben. Das heißt also, diese Forderungen und Verbindlichkeiten innerhalb des Konzerns zwischen den konzernzugehörigen Unternehmen werden eliminiert und es verbleibt dann nur noch letztendlich, verbleiben nur noch die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber konzernnichtangehörigen Unternehmen. Dieser Konzernabschluss hat eine reine Informationsfunktion. Er soll dem Rechtsverkehr, er soll dem Kapitalmarkt nur die Information geben, wie der Konzern insgesamt bezüglich seiner Vermögens-, Finanz- und Ertragslage aufgestellt ist. Bei einem Konzern ist sehr typisch, Sie haben eben dieses Beherrschungsverhältnis und in einem Konzern kann dementsprechend anders als das in einem Einzelunternehmen möglich war, das Vorkommen, dass zum Beispiel verlustträchtige Aktivitäten auf eine Tochtergesellschaft ausgelagert werden. Diese Tochtergesellschaft erwirtschaftet ständig Verluste. Das wird aber dadurch ausgeglichen, dass andere Unternehmen des Konzerns Gewinne erwirtschaften. Innerhalb eines Konzerns kann man das so aufteilen, weil das kompensiert wird. Es gibt dann noch Sondervorschriften, die Sie in der Vorlesung Konzern- und Umwandlungsrecht kennenlernen werden bezüglich des Verlustausgleichs, Verlustausgleichspflicht der Muttergesellschaft. Das lassen wir hier aber einmal beiseite. Also innerhalb eines Konzerns kann die Konstellation auftauchen, dass einzelne Unternehmen ständig Verluste erwirtschaften, die aber durch Gewinne aus anderen Unternehmen kompensiert werden. Und dementsprechend würde die Betrachtung nur dieses verlustträchtigen Tochterunternehmens keine hinreichende Auskunft geben über die wirtschaftliche Situation des Konzerns als Ganzen. Die bekommt man erst, wenn man sämtliche Abschlüsse zusammenführt zu dem Konzernabschluss, zu dem konsolidierten Abschluss. Dann weiß man, wie der Konzern insgesamt wirtschaftlich dasteht. Eine reine Informationsfunktion. Dieser Konzernabschluss hat dagegen keine Gewinnermittlungsfunktion. Es gibt also in dem Sinne keinen Gewinn des Konzerns und der Konzernabschluss hat auch keinerlei Bedeutung für steuerliche Zwecke. Er ist also nicht Grundlage der steuerlichen Gewinnermittlung. Im Steuerrecht gilt nämlich der Grundsatz der Subjektbesteuerung. Es wird also nur das einzelne Rechtssubjekt besteuert. Der Konzern als solcher ist aber kein Rechtssubjekt und dementsprechend kann der Konzernabschluss keine steuerliche Bedeutung haben, dient also in keiner Weise der steuerlichen Gewinnermittlung, reine Informationsfunktion. Und noch einmal, die Muttergesellschaft, das Mutterunternehmen muss in jedem Fall auch einen Einzelabschluss aufstellen und sie muss dann eben, wenn die Voraussetzungen des 290 vorliegen, zusätzlich noch diesen Konzernabschluss aufstellen. Bei der Muttergesellschaft ist ihr Einzelabschluss die Grundlage für die steuerliche Gewinnermittlung. Der Konzernabschluss hat dagegen keine steuerliche Bedeutung. Zum Konzernabschluss werden wir dann im vorletzten Teil der Vorlesung noch einmal etwas hören. Das also hier nur zur Unterscheidung vom Einzel- bzw. Jahresabschluss. Und wir werden im nächsten Teil der Vorlesung noch einmal auf die IFRS, die International Financial Reporting Standards, zu sprechen kommen, die verbindlich sind für bestimmte Konzernunternehmen. Und auch da spielt die Unterscheidung zwischen Konzern- und Einzelabschluss noch einmal eine Rolle. Welche Aufgaben, welche Funktionen hat das Bilanzrecht bzw. hat die Handelsbilanz? Ich hatte einige Funktionen schon einmal anklingen lassen. Hier wollen wir uns das noch einmal im Detail anschauen. Zunächst einmal, wie gesagt, für das Handelsbilanzrecht, dann auch für das Steuerbilanzrecht. Eine ganz wichtige Funktion der Bilanz, der Rechnungslegung ist die Information. Und zwar zunächst einmal die Selbstinformation des Kaufmanns. Der Kaufmann soll durch die Rechnungslegungsvorschriften, soll durch die Aufstellung einer Bilanz, eines Jahresabschlusses in die Lage versetzt werden, ständig ein genaues Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage seines Unternehmens zu haben, um auch entsprechend reagieren zu können, zum Beispiel Maßnahmen zur Abwendung der Insolvenz ergreifen zu können. Und zugleich ist der
Jahresabschluss ist die Handelsbilanz auch Grundlage für die Information Dritter, etwa potenzieller Kreditgeber, Lieferanten, Abnehmer, die dann auf der Grundlage der Bilanz, auf der Grundlage der sich aus der Bilanz ergebenden Vermögensfinanzertragslage des betreffenden Kaufmanns entscheiden können, ob sie mit ihm in geschäftliche Beziehungen eintreten oder nicht. Bei Personen-, Handels- und Kapitalgesellschaften kommt noch hinzu die Rechenschaftslegung gegenüber den Gesellschaftern, sowohl bei den Personen- und Handelsgesellschaften, dort in Gestalt der geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter, als auch vor allen Dingen bei den Kapitalgesellschaften haben wir ja Geschäftsführer, die gewissermaßen treuhänderisch für die Anteilseigner, für die Gesellschaft das Gesellschaftsvermögen verwalten. Und sie müssen dann aber auch Rechenschaft über ihre Aktivitäten geben. Und da ist wiederum die Bilanz die Grundlage, die geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter, die hier auch die Bilanz aufstellen müssen, die müssen dann auf der Grundlage der Bilanz den Gesellschaftern darstellen, wie das Vermögen verwaltet worden ist. Und noch deutlicher bei den Kapitalgesellschaften. Hier haben wir ja den Grundsatz der Fremdorganschaft. Das heißt also, hier können Geschäftsleiter, das heißt also Geschäftsführer der GmbH oder Vorstand der Aktiengesellschaft, auch gesellschaftsfremde Personen sein, die keine Gesellschafter sind. Hier besteht dieser Bedarf an Rechnungslegung gegenüber den Gesellschaftern, gegenüber den Anteilseignern als Eigentümern des Unternehmens, der Gesellschaft, noch stärker. Und bei den Kapitalgesellschaften, da haben wir eine ausdrückliche Regelung in § 264 Absatz 2 Satz 1 HGB, die diese Pflicht zur Rechenschaftslegung auch unter anderem zum Ausdruck bringt, das sogenannte True and Fair View Prinzip, das seine Ursprünge im angelsächsischen Rechtskreis hat, aber auch Aufnahme in die Bilanzrichtlinie der EU und dann auch des HGB gefunden hat. § 264 HGB, eine Sonderregelung nur für Kapitalgesellschaften, sagt in Absatz 2 Satz 1, der Jahresabschluss der Kapitalgesellschaft hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft zu vermitteln. Dies auch gegenüber den Gesellschaftern, aber auch gegenüber den außenstehenden Personen, den Gläubigern. Dazu kommen wir dann gleich. Das ist nämlich dann die weitere Funktion der Handelsbilanz bei den Personen-, Handels- und Kapitalgesellschaften. Diese Bilanz ist dann zugleich auch Grundlage für die Information Dritter, etwa wenn die Gesellschaft einen Kredit aufnehmen will oder sich Waren von einem Geschäftspartner liefern lassen will, dann kann dieser daran interessiert sein, in die Bilanz, in den Jahresabschluss Einblick zu nehmen, um dann zu entscheiden, ob er in Geschäftsbeziehungen eintritt, einen Kredit gewährt, Waren liefert oder nicht. Bei den Personen-, Handels- und Kapitalgesellschaften kommt außerdem noch hinzu die Funktion der Bilanz als Instrument zur Ermittlung des verteilungsfähigen Gewinns. Wir haben ja bei den Personen- und Handelsgesellschaften immer mindestens zwei Gesellschafter. Bei den Kapitalgesellschaften gibt es auch die Ein-Personen-Gesellschaft. Aber in beiden Fällen besteht die Notwendigkeit zu ermitteln, in welchem Umfang kann Gewinn an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Und auch dafür ist die Grundlage die Handelsbilanz. Das ergibt sich für die Personenhandelsgesellschaften aus § 120 HGB für die OHG. Am Schlusse jeden Geschäftsjahres wird aufgrund der Bilanz der Gewinn oder Verlust des Jahres ermittelt und für jeden Gesellschafter sein Anteil daran berechnet. Also bei den Personenhandelsgesellschaften hier bei der OHG ist die Bilanz Grundlage für die Bemessung des Gewinnanteils des einzelnen Gesellschafters. Und das Gleiche dann nach § 167 HGB für den Kommanditisten. Die Vorschriften des § 120 über die Berechnung des Gewinns oder Verlustes gelten auch für den Kommanditisten. Also kurzum, bei den Personenhandelsgesellschaften bemisst sich der Gewinnanteil des einzelnen Gesellschafters nach der Bilanz, nach dem in der Bilanz ausgewiesenen Gewinn.
Das Gleiche gilt auch für die Kapitalgesellschaften, etwa für die GmbH nach § 29 GmbH-Gesetz. Die Gesellschafter der GmbH haben Anspruch auf den Jahresüberschuss und so weiter. Und aus dem Satz 2 ergibt sich dann wiederum, dass gemeint ist der in der Bilanz ausgewiesene Jahresüberschuss. Und auch hier ist also die Bilanz das entscheidende Instrument für die Bemessung des Gewinnanteils des einzelnen Gesellschafters. Das gleiche auch für die Aktionäre der Aktiengesellschaft, § 58 Aktiengesetz. Die Aktionäre haben Anspruch auf den Bilanzgewinn, also auch hier die Bilanzgrundlage für die Bemessung des Gewinnanteils der einzelnen Aktionäre. Zunächst einmal des ausschüttungsfähigen Gewinns und dann des Gewinnanteils der einzelnen Aktionäre, der sich ja im Grundsatz bei den Kapitalgesellschaften nach dem Umfang der Kapitalbeteiligung richtet. Das heißt also, die Bilanz hat auch eine Gewinn- oder Ausschüttungsbemessungsfunktion. Das ist also eine weitere wichtige Funktion der Handelsbilanz bei den Personen- und Kapitalgesellschaften. Und ein ganz wichtiger Zweck der Handelsbilanz ist auch der Gläubigerschutz. Das ist auch eine ganz wichtige Zielsetzung des Handelsbilanzrechts. Der Gläubigerschutz spielt dagegen im Steuerbilanzrecht keine zentrale Rolle. Da geht es um andere Ziele. Aber die Handelsbilanz bezweckt auch ganz zentral den Gläubigerschutz. Und dieser Gläubigerschutz kommt beispielsweise unter anderem zum Ausdruck dadurch, dass die GmbH und auch die Aktiengesellschaft, die Geschäftsleiter, das heißt die GmbH-Geschäftsführer, der AG-Vorstand, bei Verlust der Hälfte des Stammkapitals bzw. des Grundkapitals eine Gesellschafterversammlung einberufen müssen. Das schreibt § 49 für die GmbH vor. Insbesondere muss eine Gesellschafterversammlung unverzüglich berufen werden, wenn aus der Jahresbilanz sich ergibt, dass die oder aus einer im Laufe des Geschäftsjahres aufgestellten Bilanz sich ergibt, dass die Hälfte des Stammkapitals verloren ist. Und eine Parallelregelung in § 92 Aktiengesetz für die AG ergibt sich bei Aufstellung der Jahresbilanz oder einer Zwischenbilanz oder ist bei pflichtgemäßem Ermessen anzunehmen, dass ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals besteht, so hat der Vorstand unverzüglich die Hauptversammlung einzuberufen. Das dient dazu, dass die Gesellschafter, die Aktionäre entscheiden können, welche Maßnahmen zur Abwendung der jetzt drohenden Insolvenz ergriffen werden können. Zum Beispiel neues Eigenkapital wird zugeschossen im Wege einer Kapitalerhöhung oder es werden neue Darlehen aufgenommen. Denn diese Situation, dass die Hälfte des Stammkapitals verloren ist, genauer gesagt die Hälfte des zur Deckung des Stamm- bzw. Grundkapitals erforderlichen Vermögens, das ist eine Situation, in der die Insolvenz, Überschuldung beispielsweise, droht. Und in dieser Situation muss dann eben eine Gesellschafter- bzw. Hauptversammlung einberufen werden. Und die Frage, ob ein solcher Verlust der Hälfte des Stamm- bzw. Grundkapitals gegeben ist, richtet sich wiederum nach der Handelsbilanz. Der Gläubigerschutz kommt auch zum Tragen in den Vorschriften des GmbH-Rechts und des Aktiengesetzes über die Kapitalerhaltung. Wir haben im Recht der Kapitalgesellschaften, wie ich schon zu Beginn sagte, keine persönliche Haftung der Gesellschafter für die Gesellschaftsverbindlichkeiten, aber zum Ausgleich gibt es ein durch Sondervorschriften geschütztes Gesellschaftskapital, das Stammkapital bei der GmbH, das Grundkapital bei der Aktiengesellschaft. Und dieses Mindestkapital der Gesellschaft, das soll den Gläubigen als Mindesthaftungsmasse zur Verfügung stehen. Bei der GmbH beträgt es mindestens 25.000 Euro, bei der regulären GmbH, bei der UG kann es niedriger sein, beziehungsweise 50.000 Euro bei der Aktiengesellschaft. In diesem Umfang soll die Gesellschaft mit Vermögen ausgestattet werden. Das wäre dann die Mindesthaftungsmasse für die Gläubiger als Kompensation dafür, dass den Gläubigern eben nicht die Gesellschafter persönlich bei den Kapitalgesellschaften haften, sondern eben nur das Gesellschaftsvermögen. Und die Vorschriften über die Kapitalerhaltung sollen sicherstellen, dass das einmal aufgebrachte Stamm- bzw. Grundkapital, genauer das zur Deckung des Stamm- bzw. Grundkapitals erforderliche Vermögen, dass das dann auch in der Gesellschaft verbleibt und nicht an die Gesellschafter zurückgeführt wird. Diesen Zweck dient bei der GmbH der § 30, den wir eben schon kennengelernt
haben, das zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche Vermögen der Gesellschaft darf an die Gesellschafter nicht ausgezahlt werden. Anderenfalls muss der betreffende Gesellschafter die erhaltene Zahlung erstatten. Und das zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche Vermögen, das ergibt sich aus der Handelsbilanz. Das heißt, der Geschäftsführer muss, bevor er eine Ausschüttung an die Gesellschafter vornimmt, immer einen Blick in die Bilanz werfen, um zu ermitteln, ist nach der Ausschüttung noch ein Reinvermögen vorhanden, das mindestens den Betrag des Stammkapitals deckt. Also er muss dann das Aktivvermögen auf der linken Seite, der Aktivseite der Bilanz zusammenrechnen, davon abziehen die Schulden und der sich ergebende Betrag des Reihenvermögens muss mindestens dem Betrag des Stammkapitals entsprechen, der wiederum mindestens bei der regulären GmbH 25.000 Euro beträgt, kann in der Satzung auch höher angesetzt sein. Und wenn das nicht der Fall ist oder nach der Ausschüttung nicht mehr der Fall wäre, dann darf diese Ausschüttung nicht erfolgen, andernfalls ist die Zahlung zu erstatten. Auch hier also eine streng bilanzielle Betrachtung bei der Kapitalerhaltung. Noch strenger bei der Aktiengesellschaft, § 57 Aktiengesetz sagt zum einen, den Aktionären dürfen die Einlagen nicht zurückgewährt werden. Es soll also nicht das Vermögen, das die Aktionäre zur Aufbringung des Grundkapitals der Gesellschaft übertragen haben, das soll dann nicht wieder zurückgeführt werden. Und 57 Absatz 3 sagt, vor Auflösung der Gesellschaft darf unter die Aktionäre nur der Bilanzgewinn verteilt werden. Das heißt, hier ist die Regelung noch strenger. Bei der GmbH darf alles überschüssige Vermögen verteilt werden. Alles, was über das zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche Reihenvermögen hinausgeht, darf verteilt werden. Bei der Aktiengesellschaft darf dagegen nur der in der Bilanz ausgewiesene Bilanzgewinn verteilt werden. Das ist also eine noch strengere Regelung als bei der GmbH. Und auch hier eben die Handelsbilanzgrundlage für die Entscheidung, darf an die Aktionäre etwas ausgeschüttet werden oder nicht. Auch hier eine Parallelregelung zu § 31 GmbH-Gesetz in Gestalt des 62 Aktiengesetz. Die Aktionäre haben der Gesellschaft Leistungen, die sie verbotswidrig unter Verstoß gegen 57 erhalten haben, zurückzugewähren. Das ist also die Kapitalerhaltung bei der Aktiengesellschaft und bei den Kapitalgesellschaften findet diese Kapitalerhaltung eben auf der Grundlage der Handelsbilanz statt. Und da kommt die Gläubigerschutzfunktion der Handelsbilanz sehr stark zum Ausdruck. Die Handelsbilanz ist schließlich auch, wie wir schon gesehen haben, Grundlage für die steuerliche Gewinnermittlung. § 4 ESTG sagt für die Gewinneinkünfte, Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebsvermögen am Schluss des betreffenden Wirtschaftsjahres und dem am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres, sogenannter Betriebsvermögensvergleich. Gemeint ist hier das Reinvermögen, das Eigenkapital, also Aktiva abzüglich Schulden. Und dieser Betriebsvermögensvergleich wird nach § 5 nach dem Maßgeblichkeitsgrundsatz durchgeführt nach den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, das heißt also auf der Grundlage der Handelsbilanz. Allerdings gibt es zahlreiche Durchbrechungen dieser Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung des Handelsrechts im Steuerrecht. Ich habe hier nur einzelne Vorschriften aufgelistet, die wir jetzt nicht im Einzelnen durchgehen wollen. Dazu dann im Laufe der Vorlesung noch genaueres. Es gibt also eine ganze Reihe von steuerrechtlichen Durchbrechungen des Handelsbilanzrechts. Man spricht dementsprechend auch von einem eigenständigen Steuerbilanzrecht und es wird rechtspolitisch immer wieder die Forderung erhoben, man möge doch das Steuerbilanzrecht dann auch isoliert und separat vom Handelsbilanzrecht regeln. Das hat aber der Gesetzgeber bislang nicht gemacht, sondern es bleibt also bei dem Grundsatz der Maßgeblichkeit. Aber wir haben doch in den letzten Jahren immer mehr Durchbrechungen der handelsbilanzrechtlichen Vorschriften durch steuerliche Spezialvorschriften erlebt, sodass man tatsächlich von einem eigenständigen Steuerbilanzrecht sprechen kann. Wir haben also eine Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz. Wir haben aber keine umgekehrte Maßgeblichkeit mehr der Steuerbilanz für die Handelsbilanz. Das gab es früher einmal bis zum Veranlagungszeitraum, also bis zum Steuerjahr 2008. Seit dem Steuerjahr, seit dem Veranlagungszeitraum 2009 gilt diese umgekehrte Maßgeblichkeit nicht mehr. Das heißt also, die Handelsbilanz strahlt auf die Steuerbilanz aus, aber umgekehrt
gilt das nicht. Das ist insbesondere relevant für steuerrechtliche Wahlrechte, die dementsprechend jetzt unabhängig von der Handelsbilanz ausgeübt werden können. Auch dazu dann später noch Einzelheiten. Soweit also zu den Funktionen des Handelsbilanzrechts, der Handelsbilanz. Und wir wollen uns jetzt noch anschauen, die Funktion der Steuerbilanz, die Funktion des Steuerbilanzrechts. Und im Steuerrecht ist von, jedenfalls im Einkommen, Körperschaftssteuerrecht ist von ganz zentraler Bedeutung, das Bestreben der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des einzelnen Steuerpflichtigen. Das Einkommensteuerrecht und Körperschaftssteuerrecht zielen auf das Einkommen des Steuerpflichtigen ab. Das Körperschaftssteuergesetz ist letztendlich nur eine Sonderregelung über Einkommensteuern bei Körperschaften, also bei juristischen Personen. Man kann aber beides letztendlich als Einkommensteuerrecht bezeichnen. Und es soll im Einkommensteuerrecht die individuelle wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des einzelnen Steuerpflichtigen erfasst werden. Das ist ein ganz zentraler Grundsatz, ein ganz zentrales Prinzip des Steuerrechts und speziell des Einkommensteuerrechts, auch verfassungsrechtlich vorgegeben durch Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz. Der allgemeine Gleichheitsgrundsatz, der verlangt auch eine Gleichmäßigkeit der Besteuerung und das bedeutet, jeder muss im Umfang seiner individuellen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zum Steueraufkommen beitragen. Und zentrale Aufgabe des Steuerrechts ist es, die individuelle wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Einzelnen zu erfassen. Das gilt dann auch für die Steuerbilanz, für das Steuerbilanzrecht. Hier spielt also der Gläubigerschutz, anders als im Handelsbilanzrecht, keine Rolle, sondern entscheidend ist hier allein die Gewinnermittlungsfunktion der Bilanz. Das Einkommensteuerrecht ist ein Jahressteuerrecht, das heißt, es wird immer ein Steuerjahr besteuert, der sogenannte Veranlagungszeitraum, das ist immer ein Kalenderjahr. Und für diese Besteuerung macht sich das Einkommensteuerrecht, Körperschaftssteuerrecht eben die Handelsbilanz zunutze mit gewissen steuerrechtlichen Modifikationen. Und auf der Grundlage der Handelsbilanz soll die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit anhand des Gewinns, anhand des Betriebsvermögensvergleichs des einzelnen Steuerpflichtigen ermittelt werden. Das kann niemals ganz präzise erfolgen. Es gibt immer gewisse Ungenauigkeiten. Beispielsweise gibt es Vermögensvorteile, die zwar irgendeinen Wert haben, die aber zum Beispiel nicht einzeln veräußerbar sind. Da ist es schwierig, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dann konkret zu erfassen. Oder noch nicht realisierte Wertsteigerungen, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit vielleicht in der Zukunft einmal, aber eben noch nicht aktuell steigern. Die können also dementsprechend erst später erfasst werden. Man hat also notwendigerweise Ungenauigkeiten, aber es muss gleichwohl durch das Steuerrecht und durch das Steuerbilanzrecht sichergestellt sein, dass zumindest so ungefähr die individuelle wirtschaftliche Leistungsfähigkeit treffend erfasst wird. Im Mittelpunkt steht bei diesem Gebot der Gleichmäßigkeit der Besteuerung, wie schon gesagt, Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz, der allgemeine Gleichheitsgrundsatz, aus dem das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung zum einen den Grundsatz der vertikalen und horizontalen Steuergerechtigkeit ableitet. Vertikale Steuergerechtigkeit bedeutet, dass derjenige, der ein höheres Einkommen hat, auch dementsprechend eine höhere Steuerlast haben muss als derjenige, der ein niedrigeres Einkommen hat. Horizontale Steuergerechtigkeit bedeutet, dass diejenigen, die ein ungefähr gleiches Einkommen haben, auch ungefähr gleiche Steuerlasten tragen müssen. Und aus diesem Grundsatz der Steuergerechtigkeit leitet sich wiederum dieses Prinzip, das ich schon erwähnte, der Besteuerung nach der individuellen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ab. Und das strahlt dann auch in das Steuerbilanzrecht aus. Beispielsweise führt dieser Grundsatz der Besteuerung nach der individuellen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit dazu, dass im Steuerrecht verschiedene handelsrechtliche Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte ausgeschlossen sind. Man will ja eine möglichst gleichmäßige Besteuerung der Steuerpflichtigen. Das Handelsrecht lässt sowohl bei dem Ansatz dem Grunde nach als auch insbesondere bei der Bewertung in vielen Fällen Wahlrechte, das heißt also gewisse Bandbreiten zu, was dazu führt, dass zum Beispiel im Handelsbilanzrecht der eine Steuerpflichtige eine bestimmte Position nur mit 10.000 ansetzt,
aber im Rahmen eines Bewertungsspielraums der andere Steuerpflichtige mit 20.000. Das heißt, das ist im Handelsbilanzrecht ist das durchaus möglich aufgrund entsprechender Bewertungswahlrechte, Bewertungsspielräume. Das darf aber das Steuerrecht nicht ohne weiteres akzeptieren, denn das würde ja dazu führen, dass wir, obwohl wir eine gleiche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit haben, wir eine ungleiche Besteuerung haben. Und deswegen sind solche handelsbilanzrechtlichen Wahlrechte oftmals im Steuerrecht ausgeschlossen. Das lässt sich letztendlich auf Artikel 3.1 Grundgesetz, diesen Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, zurückführen. Darauf werden wir dann aber noch bei den einzelnen steuerrechtlichen Sondervorschriften zu sprechen kommen. Die meisten steuerrechtlichen Sondervorschriften, die also vom Handelsbilanzrecht abweichen, haben letztendlich Artikel 3.1 Grundgesetz als Hintergrund, also diesen Gedanken der Steuergerechtigkeit und Steuergleichheit. Daraus lassen sich viele, nicht alle, aber viele steuerlichen Sondervorschriften, die von handelsrechtlichen Vorschriften abweichen, erklären. Darüber hinaus besteht im Steuerrecht, im Steuerbilanzrecht dementsprechend auch ein Interesse an einer möglichst einfachen und klaren Regelung bezüglich auch der Bilanzierung, der Rechnungslegung. Das lässt sich herleiten aus dem Rechtsstaatsprinzip des Artikels 20 Absatz 3 Grundgesetz. Das gebietet, dass das Steuerrecht möglichst einfach, möglichst effizient sein muss. Ob das im Einzelnen noch so gewährleistet ist, da kann man sicherlich Zweifel haben. Das aber die Theorie sozusagen. Und daraus ergeben sich dann unter Umständen auch Abweichungen vom Handelsbilanzrecht, um die Besteuerung einfacher zu machen. Wir werden auch da noch einige Regeln kennenlernen, zum Beispiel über geringwertige Wirtschaftsgüter. Da müsste man eigentlich nach Handelsbilanzrecht eine planmäßige Abschreibung durchführen, wohingegen im Steuerrecht ein Sofortabzug zulässig ist. Dazu kommen wir dann aber später noch im Detail, nur dass Sie das hier an dieser Stelle schon einmal gehört haben. Zum Verhältnis zwischen Handelsbilanzrecht und Steuerbilanzrecht habe ich schon das Erforderliche gesagt. Wir haben hier den Grundsatz der Maßgeblichkeit. Die Steuerbilanz leitet sich aus der Handelsbilanz ab. Und den Grundsatz der umgekehrten Maßgeblichkeit, das heißt also, das hieß früher, dass wenn man im Steuerbilanzrecht ein speziell steuerrechtliches Bilanzierungs- oder Bewertungswahlrecht ausgeübt hat, musste man das entsprechend auch in der Handelsbilanz abbilden. Das gibt es nicht mehr. Es gibt also jetzt nur noch den Grundsatz der Maßgeblichkeit, nicht mehr den Grundsatz der umgekehrten Maßgeblichkeit, das also hier nur ganz kurz. So, das also zur Einführung und als Überblick. Wir werden uns in der nächsten Stunde dann noch anschauen, die Rechtsquellen des Bilanzrechts. Und ich will abschließend noch etwas ergänzen, um Ihnen auch die praktische Bedeutung noch einmal des Bilanzrechts aufzuzeigen. Sie alle haben sicherlich mitbekommen den Wirecard-Fall. Wirecard war ein hochgelobtes, aufstrebendes Unternehmen, das bestimmte Zahlungsmethoden, Online-Zahlungsmethoden insbesondere angeboten hat. Und das war ein kometenhafter Aufstieg. Das Unternehmen hatte einen Börsenwert von über 2 Milliarden Euro, entsprechend hohe Börsenkurse, auch ich glaube 200 Euro pro Aktie. Und dann aber im Jahr 2020, das heißt also in diesem Jahr, gab es einen riesigen Skandal. Da stellte nämlich eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft fest, das war Ernst & Young, stellte fest, dass für angebliche Treuhandkonten auf den Philippinen, auf denen angeblich 1,9 Milliarden Euro sein sollten, dass für diese Konten jegliche Belege fehlten. Und auf dieser Grundlage hat Ernst & Young dann das sogenannte Testat, das heißt also den Vermerk, dass der Jahresabschluss geprüft und unbedenklich ist, verweigert. Das führte zu einem riesigen Skandal. Sie haben das sicherlich in den Medien verfolgt. Es laufen jetzt strafrechtliche Ermittlungen. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Wirecard AG, Herr Braun, hat sich den Behörden gestellt. Dagegen ist sein Kompagnon, das Vorstandsmitglied Marsalek, ist geflüchtet. Man weiß nicht, wo er sich aufhält. Jedenfalls ist hier ein immenser Schaden entstanden.
Und hier war natürlich das Bilanzrecht von ganz zentraler Bedeutung. Genauer gesagt, das Prüfungsrecht. Bestimmte Unternehmen, insbesondere Kapitalgesellschaften, sind prüfungspflichtig. Sie müssen also ihren Jahresabschluss immer von einem neutralen, von einem außenstehenden Unternehmen, das sind üblicherweise Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, prüfen lassen. Und diese Prüfung hatte tatsächlich Ernst & Young jahrelang durchgeführt, bis 2018, bis zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018, keine Beanstandung von Ernst & Young. Und 2019 fiel ihnen dann auf, das war aber natürlich etwas, was sie über Jahre aufgebaut hatte, dass da 1,9 Millionen Euro zu viel in der Bilanz waren. Und hier stellt sich auch die Frage einer Vernachlässigung der Aufsicht. Hier besteht eine Aufsichtspflicht öffentlich-rechtlich der BaFin, die offenbar auch nicht ordnungsgemäß ausgeübt worden ist. Also ein riesiger Skandal, der sicherlich noch einige Nachwirkungen haben wird. Wir sehen an dieser Stelle, das Bilanzrecht kann auch ganz spannend sein. Im Moment versucht das Bundesministerium der Finanzen, dem die BaFin untergeordnet ist, die Verantwortung auf Ernst & Young zu schieben. Und umgekehrt wird versucht, auch dem Bundesfinanzministerium die Schuld zuzuweisen. Das ist also ein ganz spannendes Beispiel für die möglichen Konsequenzen, die Fehler bei der Bilanzierung haben können und hier in diesem Fall dann auch Fehler bei der Prüfung des Jahresabschlusses. So, das also als Schlusswort für heute. Wir würden uns dann in der nächsten Woche wiedersehen und ich würde jetzt also die Übertragung über YouTube dann beenden und stehe jetzt aber noch in Zoom. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich gerne noch für Fragen zur Verfügung. Bis nächste Woche. Alles Gute.